Wir zwei waren letzte Woche in London und am Wochenende haben wir uns die VIP-Demo zu Anthem angeguckt. Und dann haben wir euch Fragen gestellt und jetzt kriegt ihr quasi alle Infos, die ihr zum Spiel braucht. Ich habe aber jetzt noch ganz kurz eine Frage. Warum steht da oben jetzt schon wieder Werbevideo? Naja, wir waren halt letzte Woche in London und da hat uns der Publisher eben die Flüge und das Hotel da bezahlt. Und weil wir halt Footage von da benutzen, steht da jetzt halt Werbevideo. Okay. Glaubt ihr, Crossplay wird kommen? Also da wir bis jetzt wissen, dass es kein PvP geben wird, ob sich das in der Zukunft noch ändert, steht in den Sternen. Aber bis jetzt steht fest, es gibt kein PvP, also nur PvE. Und da hätte man ja theoretisch keinen Vorteil, wenn man am Computer spielt oder eben, wenn man besser an einer Konsole ist, am Controller spielt. Man hat nur den Vorteil, dass man eben seine Teammates besser carryen kann. Also auch wenn es noch nicht bestätigt ist, ich könnte mir vorstellen, dass es hier doch eigentlich zu ermutigen wäre. Spielen mehr Leute zusammen, wäre doch schön. Ich würde es mir wünschen. Wie sieht's aus mit Ingame-Echtgeldkäufen? Gibt's da eventuell sogar kleine Pay-to-Win-Ansätze? Das ist eine ganz wichtige Frage, vor allem wenn man mal in die letzten Jahre schaut, da gab's den einen oder anderen Skandal, muss man ganz klar sagen. Und deswegen gibt's auch hier diesmal ein ganz klares Statement, nämlich Cosmetics only. Nur visuelle Updates im Sinne von Skins oder anderen Dingen, die man mit dem echten Geld kaufen kann. Ihr habt da immer die Wahl zwischen Ingame-Währungen bzw. Münzen oder ihr erwerbt Shards, die ihr dann einsetzen könnt, um zum Beispiel einen coolen und stylischen Helm zu kaufen. Also, wie gesagt, ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das liegt auch den meisten Leuten so ein bisschen schwer im Magen, wenn man so im Hinterkopf hätte, jo, ich könnte jetzt viel schneller spielen, wenn ich Geld ausgebe. Das wird hier an der Stelle nicht der Fall sein. Also, du sparst halt Zeit. Entweder du farmst halt Ingame-Coins, diese goldenen Münzen, oder du sagst, oh, den Skin finde ich jetzt aber so geil, der ist mir halt, weiß nicht, 5 Euro oder sowas wert, den kaufe ich mir sofort. Ist aber Gott sei Dank jedem selbst überlassen. Würde es die Möglichkeit geben, sich Freunde hochzuziehen, also mit neuen Spielern auf Grandmaster 3 einige Mobs killen, um schneller High-Level zu erreichen? Gibt's nicht. Also du kannst jetzt nicht, wenn du schon Level 30 bist und dein Anfängerfreund erst Level 5, in so ein krasses Endgebiet gehen, sagen, komm, stell dich in die Ecke, ich mach die alle weg und du kriegst die XP. Aber ihr könnt trotzdem zusammenspielen, weil der Schaden dann einfach relativ ausgerechnet wird. Also dein Level 5-Freund macht eben für sich mehr Damage bzw. du weniger Damage, sodass ihr am Ende beide gleich viel Spaß und gleich viel Teilhabe an diesem Kampf haben können. Finde ich aber auch gut. Also so macht es halt auch wesentlich mehr Spaß, mit seinen Freunden zu spielen. Und es ist quasi fast egal, wie weit euer Freund um die Ecke schon gezockt hat. Ihr habt trotzdem einfach zusammen die Möglichkeit, Raids zu bestehen bzw. ganz normale Monster zu killen, die ein bisschen schwerer sind. Und da teilt sich dann eben der Schwierigkeitsgrad dementsprechend auf. Kann ich mehr als einen Javelin spielen und bleiben die dann beide irgendwie auf dem gleichen Stand oder fällt einer hinterher, wenn ich die ganze Zeit nur den anderen hochlevel? Aktuell ist es bei der VIP-Demo und auch demnächst bei der offenen Demo, dass ihr maximal 2 Javelins haben könnt. Ich glaube, das haben sie wegen Demo-Zwecken einfach so gemacht. Also wenn das Spiel rauskommt, wird es allerdings möglich sein, selbstverständlich alle 4 Klassen, alle 4 Javelins spielen zu können. Ihr schaltet dann alle paar Piloten-Level sozusagen einen weiteren Slot frei und dann könnt ihr euch entscheiden, will ich auf dem zweiten Slot jetzt gerne den Tank haben oder zum Beispiel eine Assassine oder so. Den Interceptor. Dann findet ihr theoretisch auch, wenn ihr mal mit dem Tank spielt, durchaus mal eine Waffe, die ihr nur mit dem Interceptor oder nur mit dem Ranger spielen könnt. Das heißt, es ist eigentlich egal, wie ihr spielt. Genau. Könntet ihr mehr auf die Mobility und die Steuerung eingehen? Wie flüssig ist die Steuerung? Vor allen Dingen wie gewöhnungsbedürftig, würde ich sagen, weil gerade am Anfang, wenn man am Computer spielt, muss man sich besonders, was das Fliegen angeht, schon so ein bisschen umgewöhnen. Wenn man dann 1,5 Minuten gespielt hat, merkt man, okay, man darf nicht zu doll lenken, dann ist es super geil. Ich finde, die Mobility von den Charakteren, gerade vom Interceptor, von der Klasse, ist der absolute Shit. Das Gunplay macht super Spaß, aber man muss sich halt, wie gesagt, erstmal dran gewöhnen. Man hat eine ganze Menge Fähigkeiten, wo man sich eventuell, wenn man so ein Typ ist wie ich, seinen Button-Layout umändern und dann hier noch aufs Mausrad und da die Seitentaste von der Maus, dann hast du nicht gesehen. Aber wenn man das einmal eingestellt hat, dann ist es super. Dazu muss ich sagen, dass ich persönliches Gefühl habe, also ich spiele auch wesentlich lieber mit Maus und Tastatur, einfach weil das so mein Hauptgerät ist. Also der Rechner ist halt ein Shooter. Aber auf der anderen Seite hat man das Gefühl, dass das Spiel besonders gut mit dem Gamepad auch funktioniert. Ich kenne einige, die am Rechner mit Gamepad spielen, alleine weil das Fliegen ein bisschen leichter ist, aber das entschleunigt das Spiel auch einfach. Weil du mit der Maus und Tastatur, zum Beispiel mit dem Interceptor, viel schneller unterwegs sein kannst, zumindest so der erste Eindruck. Ich denke, man kann mit beiden, also mit Maus und Tastatur, als auch mit dem Controller gut spielen. Kann ich das Spiel auch alleine spielen? Definitiv, weil die Story, das, was wir bis jetzt schon gesehen haben, schon ziemlich cool ist. Das heißt, ihr habt Cutscenes und so weiter und so fort und spielt auch eine Geschichte, die man allerdings auch gut mit seinen Freunden zusammenzocken kann. Es gibt eine Ausnahme, nämlich die Strongholds. Das ist eine Möglichkeit fürs Late Game, um richtig gute Items zu bekommen. Da benötigt ihr 3 weitere Mitspieler. Funktioniert an der Stelle aber auch ganz gut, weil ihr euch anmeldet und werdet beispielsweise, wenn ihr keine Freunde gerade dabei habt, die irgendwie online sind, könnt ihr mit anderen Randoms eben diese Mission spielen. Ja, du bist doch, glaube ich, automatisch deine Gruppeneinstellung auf offen eingestellt, genau. Dass du also wirklich einfach sagst, jetzt diesen Raid, dieses Stronghold spielen und bam, landen alle, ihr seid zu viert und dann
gibt's mächtig fies. Es ist ähnlich wie eine Instanz bei WoW tatsächlich. Ist es nun Destiny oder eher ein Monster Hunter World? Na, an sich ist es halt Anthem, ne? Ist ein eigenes Spiel, aber es erinnert natürlich schon so ein bisschen an Destiny. Es erinnert auch so ein bisschen an Warframe, aber bei mir zum Beispiel war es so, ich habe mit Destiny angefangen und dann hat mich Destiny irgendwann verloren. Aber ich muss ehrlich sagen, dass mich Destiny, oder Destiny 2 in dem Fall, auch eigentlich am Anfang gar nicht geguckt hat. Ich habe es halt gespielt, um auch mal mitspielen zu können. Und hier war es jetzt so, ich habe angefangen und hatte am Anfang Spaß. Ob mich das lange bei Laune hält, kann ich jetzt noch nicht sagen, aber es ist meiner Meinung nach das bessere Destiny. Und das etwas weniger komplexere Warframe. Also definitiv gibt es Parallelen. Ich denke, das ist die Antwort, die wir euch auf jeden Fall mitgeben wollen. Es gibt Parallelen. Also auch zu Monster Hunter? Auch zu Monster Hunter. Tatsächlich kannst du ja, bevor du eine Instanz betrittst, beziehungsweise auf Expedition gehst oder so, Expedition passt an der Stelle auch gut zu Monster Hunter World, kannst du zum Beispiel ein Item nutzen, um diesen Run eben zu verstärken. Sowas in der Art hast du eben auch bei Monster Hunter World. Die offene Spielwelt, alle interagieren miteinander. Du hast jetzt keine riesengroßen Monster, die eben kleine Kröten platt treten oder so, aber es wirkt an einigen Stellen so. Warframe hat auch ähnliche Parallelen wie zum Beispiel Interceptor, wenn ich das Movement mir angucke. Klar gibt es da Parallelen. Es ist ein Zukunftsszenario, aber trotzdem, so wie Frodo gerade eben schon gesagt hat, ein eigenständiges Spiel. Hier und da gibt es ein paar Elemente, die sich überschneiden. Ich denke, wenn euch Destiny gut gefällt, Warframe gut gefällt und Monster Hunter World gut gefällt, ist es wahrscheinlich keine schlechte Idee, da zumindest mal reinzugucken. Vielleicht beim offenen Beta-Wochenende. Außerdem sind alle Shooter, die irgendwie im Weltraum zu tun haben, eh nur Halo. Und Halo ist gut. Wie sieht's aus? Kann ich meine Waffen verbessern oder muss ich mir immer wieder neue suchen? Du musst dir immer wieder neue suchen. Und zwar läuft das ungefähr so ab. Jede Waffe, also jedes Item hat ein Machtlevel. Das heißt zum Beispiel Macht Stufe 12. Dann macht ihr einen Run, bekommt dieselbe Waffe erneut. Nur eben auf einem neuen Level, weil ihr gerade eben selber gelevelt seid. Und dann habt ihr vielleicht einfach 15 Macht. Das heißt, ihr tauscht die Waffen aus und verbessert sie nicht. Zumindest so weit, wie wir bis jetzt das Spiel schon gespielt haben, können wir mit dieser Aussage eigentlich sagen, genau. So wird es ablaufen. Kann dann eben auch mal sein, dass ihr dieselbe Waffe findet auf demselben Machtlevel, dann aber mit anderen Substats. Also die Waffen können im höheren Bereich gerade so Substats haben wie 10% mehr Sniper-Rifle-Ammo oder eben total geile Features. Es gibt beim Interceptor irgendwie so ein Extra, dass du, wenn du 3 Dashes hintereinander machst, automatisch wie so ein Skill deine Waffe nachlädst. Und so eine Späße, das ist aber dann im höheren Level. Da gibt es dann die cooleren Subsets und die cooleren Subskills. Denkt ihr, dass im Endgame das Grinden besonders viel Spaß macht? Naja, es ist halt wie bei jedem anderen Grinder so. Entweder man steht halt drauf zu grinden oder man steht halt nicht drauf zu grinden. Also wenn du Bock hast, einfach wirklich durch die Gegend zu gehen und die Leute wegzuschnetzeln und dann halt nach 5 Stunden Grinden diese eine Waffe zu finden, genau die du immer haben wolltest oder vielleicht eine Waffe, die sogar noch besser ist und dich das so glücklich macht, dass diese 5 Stunden Grinden das wert waren, dann macht es dir Spaß. Wenn du zum Beispiel Diablo spielst und du findest das da geil, dann ist Grinden halt einfach so, ist dein Genre. Ja. Was aber im Late Game noch passiert, also wie die Inhalte aussehen, dazu sagen wir gleich ganz kurz was. Aber ich würde sagen, vorher hören wir uns noch ganz kurz die Antwort an vom Entwickler selbst. Denn als wir beim Event waren, haben wir die Gelegenheit genutzt und haben einfach ein 15-minütiges Interview geführt. Und die Antwort zum Endgame, die gibt's hier. What is the main goal for the end game? What's the main thing you want to do at the very, very end of the game? Yeah, so I think to answer that question, you have to talk about player motivations a bit. Because people like different things in a game, right? So I think one player motivation is around content. So I want to play all the content in the game. And then people who play a lot want to play all the content on the hardest difficulty of the game. And so like that's one motivation players want to play. The other one is around loot. Like I want to have the most powerful gear and the most powerful items in the whole game. And I will do whatever it takes to get those best items. Shemigan will help you clear the more difficult settings. Yeah. Exactly. And so there's lots of overlap in those two groups. And the third group is like exploration. I want to explore the world and find all the lore and all the hidden treasures and understand that. So I think when you look at those three motivations and compare it to Anthem, it's kind of about these progression horizons for us. So, you know, there's lots of horizons throughout the game as you level. You know, you start off just exploring the world and understanding, you know, its mysteries and wonder and the story and learning how to play. And the next progression horizon is, you know, unlocking the 4 javelins and like working out which one you like. Then you start finding one javelin and trying to pick a specific build. And then you play the part that you guys played today, which was you've just hit max pilot level, which is level 30. You have, you know, some purple gear, some blue gear. And now you're trying to, you know, defeat the hardest content. And so you played a little bit of that today. We played Legendary Contract. We played one stronghold as well. And so then beyond that, you're starting to push for the best items in the game.
And so that's kind of our launch progression, our launch endgame is, you know, some strongholds, some legendary contracts, but then we're going to enter the live service. And so at that point, we'll be creating new progression horizons and new content and new gear and new powers. And for us, that will be the aspirational thing. So at that point, you become an expert of the game. And so how do we push you to new challenges and new heights? And we're not talking about all of that just yet. Gut, die Antwort war jetzt leider tatsächlich so ein bisschen schwammig und das ist schade, weil gerade Late Game ist in diesem Spiel und auch in vielen anderen Spielen dieser große Make-and-Break-Point. Also wird das Spiel 5 Stunden Spaß machen und ist es danach kacke oder wird es vielleicht wirklich ein Titel, den man anfängt zu spielen und dann nächstes Jahr merkt, oh Mist, jetzt habe ich die 1000 Stunden Anthem voll. Wie gesagt, richtige Antwort haben wir da jetzt leider nicht drauf bekommen. Aber Angelo, du weißt ein bisschen mehr. Ja, es gibt unterschiedliche Dinge, die ihr tun könnt, selbstverständlich, um im Late Game zu farmen. Es gibt insgesamt aktuell 3 Stufen der neuen Schwierigkeit, die ihr erst mit Pilotenlevel 30 freischaltet. Das heißt, ihr seid dann irgendwann im Endgame angekommen und könnt diese Schwierigkeitsgrade nutzen, um besseres Gear zu farmen. Dabei gibt es legendäre Aufträge, die sind besonders schwer. Die könnt ihr auch alleine machen. Das heißt, ihr habt irgendwelche Aufträge in der Welt verstreut, die ihr eben machen könnt, um eine geilere Waffe zu bekommen oder um eure Ausrüstung nochmal ein bisschen aufzupäppeln. Und dann, wie bereits schon erwähnt, gibt es die Strongholds, wo ihr zu viert so eine Art Instanz durchackern müsst. Die geht dann so knapp 40 bis 60 Minuten, ist ziemlich anstrengend, ist ziemlich schwer und wenn ihr das dann geschafft habt, gibt es nochmal geileren Loot. So, und dann sind wir auch schon bei der Frage, was passiert denn dann noch? Es gibt kein PvP, es gibt aber Live-Services und es gibt Weltquests. Das heißt, wenn ihr ganz normal auf der Expedition seid, kann mal was passieren. Ihr bekommt eine Mission angezeigt, da gibt es dann nochmal coolen Loot. Wird irgendwann auch langweilig und dann benötigen wir die Live-Services. Und da hat selbst BioWare als auch EA gesagt, der Live-Service wird erstmal nichts kosten. Es wird kostenlose Inhalte geben, nur da ist die Frage, wann und was? Werden alle zukünftigen Javelin-Klassen kostenlos sein und wird es neue Instanzen geben? Oder ihr seht ja jetzt auch, wie groß die Weltkarte ist. Das ist jetzt nicht allzu groß, ne? Man kann da, wir hatten es mal ausgerechnet, wir hatten es nicht ausgerechnet, aber so vom Gefühl, ja. Von einem zum anderen Ende fliegen, da ist man, wenn man schnell ist, kann man das ganze Ding in einer Stunde erkundet haben. Ja. Na, nicht jede kleine Nische, aber schon so das Gros der Karte. Das ist jetzt halt wirklich die Frage. Hast du ein Kurzfazit zum Ende? Also ich muss sagen, wir haben eigentlich schon gesagt, wir spielen es definitiv. Es hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Aber wir beide werden da relativ viel Zeit investieren. Wir werden es ordentlich suchten. Und dann ist die Frage, vielleicht sehen wir uns dann auch nochmal vor der Kamera 2-3 Wochen später nach Release, ob wir es immer noch spielen. Tja, das ist die Frage. Wie gesagt, wir holen es uns eh. Ob es euch die Kohle wert ist, ist halt ein Vollpreistitel. Müsst ihr halt nach eurer finanziellen Situation selbst entscheiden. Kurzfazit, wir hatten Spaß, wir werden es spielen und wenn ihr jetzt noch Fragen habt, die wir hier aus Versehen nicht beantwortet haben sollten, schreibt uns die gerne unten in die Kommentare, wir werden fleißig weiter beantworten. Aber an dieser Stelle war es das wirklich. Danke fürs Zuschauen, klickt euch hier gerne noch durch die anderen Videos durch und ansonsten bis zum nächsten Video. Bis dann, Leute.